Genau, der Twin Peaks Vibe. Der steckt hier bestimmt auch wieder drin. Ich bin auch gespannt, wie die Geschichte weitererzählt wird und so. Und was überhaupt und wie überhaupt. Und wer überhaupt. Und wann und warum. Aber vor allem wer. Wahrscheinlich wieder der Gärtner. Schauen wir mal. Options. Autospeichern an. So, jetzt passt auf. Stimmen 100. Hintergrundtöne machen wir ein bisschen drunter. Töne auch. Hintergrundmusik, Töne, Sprecher, Namen, Ansprache, Deutsch. Nehmen wir. Dafür mache ich jetzt das Spiel ein bisschen lauter, damit man die Sprecher auch gut hört. Mochte Teil 1 eigentlich ganz gerne, aber der Director's Cut ist unterirdisch auf PC. Ja, es ist so furchtbar, ey. Das Spiel stürzt quasi ständig ab und man. Also, es ist einfach furchtbar. Bis ich das auf Vollbild zum Laufen gebracht habe, hat es ewig gedauert und dann ist es ständig abgeschmiert. Dann musste ich in manchen Passagen, während mancher Cutscenes, aus dem Vollbildmodus raus und danach konnte ich wieder reingehen. Und es war einfach, es war auf dem PC wirklich leider ganz, ganz schlimm, Deadly Premonition 1. Die Switch-Version ist dafür ziemlich super. Ist nur einmal abgestürzt. Und ansonsten hat es perfekt funktioniert. Also, da kann man eigentlich nichts sagen. So, neues Spiel. Ich bin gespannt. Der Weltbaum. Unendliche Weiten. Wurzeln. Rote Blätter. Oh, jetzt habe ich das Datum nicht gelesen, das ging mir zu schnell. Ich war noch nicht bereit. Le Caire, a small town. Ja, Caire wird bestimmt noch öfter ausgesprochen werden. 30.12.2018, danke. Oh, es geht gleich mal wieder mit einer Leiche los, oder? Oh, das wäre ich jetzt gerne. In einem Eisblock. Eingefroren. Ha. So zerteilt wäre ich nicht so gerne. Erinnert mich ein bisschen an Dexter. Muss ich gleich spontan an die Serie Dexter denken. Da gibt es doch in irgendeiner Staffel so einen ähnlichen Mörder. Ziemlich ähnlich, oder? FBI. Das sind aber ganz schön viele FBI-Agenten. Ich dachte, Francis York Morgan arbeitet immer alleine. Es geht eigentlich. Dank Ventilatoren und Kühlakku geht's eigentlich. Aber es ist God grundsätzlich damn schon it! What a way to start the new year. At this rate, I'll be dead by Easter. Quiet down, Agent Jones. You're on the clock. Quiet down. Ha! You have any idea what you've done? I'd be half naked in Havana right now if you hadn't shown up. Soaking up some rays, surrounded by a harem of bikini queens, a mojito in one hand, and a seafood-slathered Havana-style pizza in the other. What did I do to deserve this? Erster Mörder. Fall Agent abgeschlossen. Jones, don't let him take control of the conversation. The moment you let your guard down, he'll strike. Die Brille war's. And no red, remember? Jagen wir einen Stier? It's open. Come on in. Francis Sack Morgan.
You have questions for us. That's why you're here, isn't it? Francis Jack Morgan. Warum denn vor us? Ich dachte, ihr seid doch... Er ist doch jetzt allein in seinem Kopf wahrscheinlich, oder? Seit dem ersten Teil. Schauen wir mal. Warum er von sich in der dritten Person redet. Und warum die ihre Waffe ziehen. Was ist denn eigentlich los? Und warum kann ich die Figur... Ich kann die nur auf Schienen bewegen. Egal, wo ich hinlenke. Die geht immer auf Schienen. Aber gut, okay. Schauen wir mal, ob das so bleibt. Mantel aufhängen. Da war gerade ein Smash Brothers Brief. Wirklich? Das war ein original Smash Brothers Brief. Umschlag. Geöffnet. Francis York Morgan. Smash Brothers. DLC-Charakter. Bestätigt. Mal schauen, ob man die nochmal sieht. Mr. Morgan, before we question you, allow me to first read you your rights. Anything you say may be used against you in a court of law. Please keep that in mind as you speak. Cooler Schnauzer. Do we have permission to film this? Was ich dazu gelegt hat. Was? Elijah Davis. Don't worry, my fairy. They're free to do whatever they like. Something wrong, Mr. Morgan? I'm FBI Special Agent Elijah Davis. And this is... Simon Jones. An analyst from the Boston branch. He's been monitoring us for years now. Oh, hi. Simon Jones. Seriously. A southern belle and a lonesome loser who can't catch a break. Quite the uncanny duo. You'd be the perfect stars for the latest video game. Hi, Oz. Isn't that right, my fairy? Hat er sich jetzt einen neuen unsichtbaren Freund zugelegt, nachdem der alte mit seiner How many years has it been since someone came to chat with us? Oh, but... Don't ask me about my fairy. That's a private matter. It's hard to tell what he's thinking, but my eyes can't be deceived. If he's hiding something, it'll come out in his face. Okay. Hier auf dem Brief, auf dem Schreibtisch. Das ist eine Smash Brothers Einladung. Ich wette mit euch. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Francis York Morgan ein Smash-Charakter wird. Das wäre so genial. Wartet mal kurz. Wartet mal kurz. Ja, nie. Kommt nicht ganz hin eigentlich, weil der... Obwohl. Sieht schon sehr ähnlich aus. Hier ist das Original. Hier der im Spiel. Im Grunde eindeutig in Smash Brothers Invitation Brief, würde ich sagen. Bestätigt! Francis Zack Jorgen, neuer DLC-Charakter für Smash Brothers, ist quasi bestätigt hiermit. Okay, machen wir weiter. Phoenix Wright wäre auch ein... Ja, das wäre auch nicht schlecht. Achso, der war in Marvel vs. Capcom 3. Ja, genau. Also warum nicht? Na gut. Sex Joint. Warum nicht? Reden wir mal mit Sex Joint. Vielleicht kann der uns was sagen. Excuse me, Mr. Morgan. But would you please refrain from consuming that while we speak? I'm talking about... Yes. That.
You don't need to worry about us. Don't get in our way, and we won't get in yours. Unfortunately, questioning doesn't work like that. Our data needs to be consistent. Now please put out that stinking indulgence right this minute. What if we say no? Then I'll put it out myself. Using force. The Force isn't Jedi? What? Whoa, Aaliyah! This is Morgan's house. Besides, it's legal in Massachusetts for individuals to consume cannabis in the comfort of their own homes. Mich würde eher interessieren, warum da hinten eine Festung aus leeren Milchkartons steht. Aber vielleicht wird das ja noch aufgeklärt. And I mean, come on. It's medicinal. Exactly. Mit Hilfe des Spürsinns sind sie in der Lage, alle möglichen Hinweise im Spiel zu finden. Aha, das ist neu. Das ist neu. Ein neues Feature. Halten Sie L gedrückt, um den Spürsinn. Verbrauchen Sie Konzentration. Okay. Ja. Na gut, ich habe jetzt ehrlich gesagt nichts gesehen, was, oder? Keine Ahnung. Letters of appreciation from the governor and the Department of Justice. They're caked in dust as if he doesn't even care about them. You solved many difficult cases across your career. Warum braucht er das mit Filter? Vielleicht hat er keinen Filter, sondern so ein Tipp. So ein zusammengerolltes Pappröllchen. Ich hab gehört, das macht man so. Utilizing your own unique MO. You've expertly cracked cases that were otherwise thought to be unsolvable. Dann hat man nämlich keinen Tabak im Mund. Einfach komfortabler. According to our records, after joining the FBI in 2002, you quickly solved two drug ring-related kidnapping cases. In 2003, you solved the inside-out flesh skinner case in the suburbs of Pittsburgh. Der inside-out, der Fall des Hautumstülpers in Pittsburgh. Das klingt bizarr. In 2004, the Jeffrey Dahmer wannabe case in Milwaukee. And also the stuffed human collector case in St. Louis that very same year. Der stuffed human collector case, der ausgestopfte Menschensammler. Okay, das, hey, jedes einzelne von den Sachen, die sie jetzt genannt hat, wäre ein super Spin-off oder Nachfolger oder Prequel. Würden mich alle jetzt echt interessieren. Wenn das die nicht genutzten Fälle sind, bin ich gespannt, worum es dann im Spiel tatsächlich geht. Then. Und dann schließlich. In 2005, you coincidentally happened to solve the Lise Clarkson murder case while on vacation. Ach so, im Urlaub hat er versehentlich einen Fall gelöst. You went on to solve many other cases after that, all of them seemingly inexplicable. Erfahren wir jetzt den ersten Samen, rote Samenfall, der quasi alles dann in Bewegung gesetzt hat und letztendlich dann im ersten Teil gegipfelt ist. Das wäre ja auch schon interessant, das stimmt. Did you really solve these cases all on your own? There are no records of you using a wide-scale investigative team or working with anyone else. How did you ever accomplish such monumental feats all by yourself? Katka, danke fürs Subscriben. 15 Monate. Na du geflügelreitender Oktopode. Oben, oben, unten, unten, links, rechts, B, A, Start. Unendlich Leben. Hallo. Und danke. Okay.
It was all thanks to our talented partner. Sind wir das? Sind wir der talentierte Partner? Partner. The FBI files show no record of you ever working with a partner. Do you mean you worked with some sort of unofficial partner or an outside confidant? Our partner is our partner. We've always worked together. A partner is a partner ist erstmal eine super Aussage, aber im Hintergrund das Buch Ratman mit dem nackten Kerl mit einem riesigen Knüppel in der Hand und einer Rattenmütze sieht super aus. Das würde ich jetzt gerne auch lesen, worum es darin geht. Sehr schön. Bis später, Metatron. Er ist eigentlich leider, ehrlich gesagt, nicht gut ausgeschlafen, Katka. Leider nicht gut ausgeschlafen, aber ich werde es schon irgendwie hinkriegen. Ansonsten müssen wir zwischendrin mal kurz eine Pause machen. Ist ja auch wurscht. Aber schauen wir mal. Besides, Bell, you're forgetting one important thing. Uh-oh, jetzt kommt. After the St. Louis case, ja? We stopped by a diner on our way home and caught Thelma and Louise, two highly sought-after fugitives. Okay. Zecks undurchdringliche Miene. Schauen wir uns die erstmal an. Francis Zack Morgan. He was once an FBI special agent, an extremely talented one. At least that's what they tell me. Perhaps he was a little too talented. Okay. Hey, Belle. Why are you dressed so handsomely? Also die deutsche Synchro, die deutschen Untertitel sind teilweise schon sehr frei interpretiert. Er hat im Grunde gesagt, warum sind sie so hübsch angezogen? Und unten steht, haben sie heute Abend noch ein Date. Das ist schon ein bisschen... Ich meine, die Bedeutung geht schon in die gleiche Richtung, aber... Why are you dressed so handsomely? Naja. What are you talking about? Kann man sich aussuchen, was man besser findet. The thick black accessory wrapped around your neck. That's a male necktie. The color black represents confidence and interest in the self. Das wäre jetzt natürlich interessant. Das wäre interessant, ob die Spiele im Original japanisch oder englisch sind. Und wenn sie japanisch sind, ob dann die deutsche Übersetzung direkt aus dem Japanischen kommt. Ne? Wer weiß. And your decision to wear a male tie symbolizes your declaration of war against a predominantly male society. Or perhaps it's a psychological barrier meant to hide the weakness that dwells deep within your psyche. We admire your bravery. I thought you retired from profiling. Bullseye, huh? You're an easy one to read. In order to think with society, a man must first gouge out his eyes and cut off his ears. Don't judge a book by its cover. For someone who's supposed to have been one of our best, you've got an awful eye for people. Or did all that smoke and kill all your little gray cells? Okay, Aaliyah, that's enough. She's smart, but she's also more of a shrew than she lets on. Agent Jones, that's sexual harassment. Ich finde es okay, solange die Konversation am Ende im gleichen Ziel ankommt. Die original japanische Version hat nur japanische Untertitel. Ah ja, ist Englisch die Originalsprache. Okay, cool, interessant. So, Belle, does that barrier of yours also protect you from violent criminals? Ich
He's more dangerous than I thought. I can't read him. Das dreieckige Loch, Fleck im Staub auf dem Tisch, das würde mich eher interessieren. Was hat er denn noch schnell weggeräumt, bevor wir gekommen sind? Warum fällt das kein von diesen trainierten FBI-Agenten, die hier sitzen, auf? I'll just have to assault him head on with questions then. First I'll try using the files on the table to shake him up. Sexlehrerblick. Warte mal. Ermittlungsakten, nicht beendetes Schachspiel. Ja, mit wem hat er gespielt? Das ist auch eine gute Frage. Da kommt ein wenig Hannibal-Feeling auf. Das stimmt, ne? Das stimmt. Ein großes Stück Pizza. Das könnte sein, dass das da lag. Oh, ich mache mir nachher noch eine Pizza. Ich habe heute nämlich noch gar nichts gegessen, Mensch. Ich habe Hunger. Hunger! Okay. Ich mache nochmal den Super-Ermittlungsmodus. Aber irgendwie bringt der bis jetzt noch nichts, oder? Keine Ahnung. Schauen wir uns mal die Ermittlungsakten an. These files are from the case that took place just outside of New Orleans in 2005. The agent who handled the case was Francis Zack Morgan. And now he's sitting right in front of me. Okay, dann spreche ich die mal an. Untersuch die mal. Do you remember the homicides that took place in Lucare, Louisiana in 2005? Lucare, sagen die. Lucare. Okay, 2005. Und wann spielt das Spiel? 18, ne? Okay, gut. We solved that case. Kann er jetzt auch Gedanken lesen? Nee, der ist einfach nur ein super Profiler. Der erkennt, der guckt die Menschen an und weiß sofort, dass die an ihrem dritten Geburtstag nicht das Pony bekommen haben, das sie wollten und deswegen ein Leben lang einen Hass auf ihre Eltern haben. Quasi. Sollte vielleicht eher Psychologe werden jetzt dann im Ruhestand so. Hobbypsychiater. Your report states the following. By coincidence, you encountered a serious incident in a town you visited while on vacation. You then decided to steal the right to investigate from the local law enforcement and took over the case. After several more homicides, you managed to apprehend the perpetrator. Yes. Yes. Yes, that's exactly what happened. We stole the right to investigate from them, just as you said. It all started when the body of a 16-year-old girl was discovered. You arrived in Lucare immediately after that, didn't you? We just can't seem to keep ourselves away from dead girls. Did you really visit that town just to take a vacation? We don't know. If you already have the report, then we suggest you read it, Belle. Either way, that case is closed. Closed? You sure about that? Don't you think this puzzle is still missing some crucial pieces? Come on. No need to beat around the bush with us, Belle. Ich frage mich, ich bin wirklich, was, warum sind die überhaupt hier jetzt? Das würde mich echt interessieren. Ich hoffe, das sagen die jetzt. Und was ist mit dem Milchkarton? They found Lise Clarkson's body. It was hidden deep within the Clarkson Food Delivery Services cold storage warehouse. After 14 years, we finally discovered the body of the very first victim. So, die haben jetzt erst die Leiche gefunden. Ist alles schön und gut. Ich verstehe immer noch bei, also keine Ahnung, was das soll. Warum wollten die mit gezogenen Waffen die Tür eintreten? Das erklärt es immer noch nicht. Okay, machen wir mal, schauen wir mal. Do you know what this means? Nee, ich verstehe nicht, was das bedeutet. That's why we're here. Aha. The first victim in the case he solved. Lise Clarkson. This is a photograph of what she looks like now. How will he react when he sees it? Okay.
The body that went missing for 14 years was suddenly discovered frozen in a warehouse. This is some kind of message from the victim to us. Aber warte mal, die Leiche war da einfach 14 Jahre lang in diesem Lagerhaus. Das wurde ja anscheinend gekühlt, oder? Weil sonst wäre die nicht mehr im Eisblock. Das wurde ja noch benutzt. Warum hat man die 14 Jahre nicht gefunden? Wo war denn das bitte? Aber gut. Meinetwegen. Super, dass das Spiel raus ist. Nicht Zack? Ich finde auch. Es ist die USA. Als erstes werden die Waffen fertig geladen und entsichert. Und dann klopft man an und fragt nach Milch und Eiern oder so. Ohne entsicherte Waffe geht man nicht aus dem Haus. Das kann schon sein. Das gehört zur Höflichkeit. In den USA. We're pleased that her body turned up. Deeply pleased. You claim to have closed this case, but now a lost body suddenly surfaced. Ja und? Aren't you curious about the details? Body or not, we already solved that case. Lisa's body can't change anything now. And it certainly has nothing to do with us. I suspect the body was stored there rather than abandoned, due to the unnatural state it was found in. Der Joint raucht aber schon ganz schön lang. Ich glaube, das Zimmer, ich glaube, die sind alle drei schon ein bisschen high wahrscheinlich. She was found frozen in a storage unit. Therefore, she looks exactly the same as she did when she disappeared. In fact, she's in such good condition that we can even determine the murder weapon and cause of death. Well. Jetzt kommt's. Good for you. Der Mörder ist noch auf freiem Fuß. Even stranger is how unbelievably beautiful she looks. At first glance, few would guess she was a murder victim at all. She looks more like a piece of art, or a mythological figure from a painting. This keeps getting better and better. Better and better? Isn't that right, my fairy? A corpse as beautiful as a goddess. Sounds just like our story. Yes. Yes. Es ist witzig, weil wir spielen ja jetzt quasi gerade die FBI-Agentin. Und jetzt erleben wir Francis York Morgan mal aus der Perspektive eines Außenstehenden. So muss der im ersten Teil auch schon auf die ganzen Kleinstadtpolizisten gewirkt haben. Die ganze Zeit Selbstgespräche mit irgendeinem komischen Zack und die ganze Zeit wegdrehen und in eine imaginäre Kamera gucken und... Ja, genau. Finde ich gut. That went okay. Now I'm sure that Morgan's hiding something. I may be able to get what I want if we go deeper into the documents. Ja, ja, hast du den Anfang nicht mitbekommen? Die haben quasi jetzt hier die Wohnung gestürmt und setzen sich hin und konfrontieren jetzt den alten Francis York Morgan mit irgendeinem Fall, den er mal gemacht hat, quasi. So. Ich kann die Ermittlungsakten nochmal anklicken und das Foto auch nochmal. Komisch, ich gehe jetzt mal trotzdem aufs Schachbrett. Nicht beendetes Schachspiel. That chessboard looks rather old. And you can't even buy those ivory pieces anymore. Right, they were banned by the Sites Treaty. That was made in France in the 1900s. We know it's in bad taste, but the weight of the ivory just feels so good in our hands. You play chess alone? Is that a crime? No. But it's a hard game to enjoy when you're all by yourself. He's probably just replicating famous games. Or trying to solve problems from a chess workbook. Right, Morgan?
Der Simon Johnson hier, der verteidigt uns die ganze Zeit gegen die, obwohl wir sind ja jetzt die FBI-Agentin, der verteidigt Francis die ganze Zeit gegen uns quasi, so muss ich sagen, aktuell. Deswegen ist er bestimmt der Mörder und Schluss. Ich weiß noch gar nicht, worum es geht. Gibt es überhaupt einen neuen Mordfall? Keine Ahnung, er war's. I may not look it, but I'm actually a bit of a chestnut myself. Der ist viel zu freundlich. When I was in school, I used to pore over every issue of Chess Life, the magazine published by the U.S. Chess Federation. Well, unfortunately, your guess is completely wrong, Agent Jones. Vielleicht. Schauen wir mal, was der Kaffee sagt. He isn't replicating a famous game, nor is he solving workbook problems. There isn't a single chess book to be found in this apartment. And I didn't find any chess-related websites in his internet history. Wenn Francis York morgen in Smash Brothers als Charakter eingeführt wird, dann flippe ich aus, weil ich das so geil fände. Und unmöglich, ich halte es trotzdem, obwohl da dieser Brief liegt, der sehr nach so einem Smash Brothers Invitation Brief aussieht, halte ich es für absolut absurd. Aber es wäre so geil. Und dann noch Travis Touchdown und dann bin ich happy. Okay, aber jetzt genug von Smash Brothers Einladungen, die da eventuell auf dem Tisch liegen oder auch nicht. Vielleicht wird der Brief ja noch angesprochen. Vielleicht ist das nur Zufall. Vielleicht ist der ein Storybrief und das erfährt man noch. Aber der ist schon sehr prominent da auch. Aber gut, jetzt bleiben wir bei dem Spiel. So. He was simply playing chess. All alone. So. What's wrong with that, Belle? I don't understand it. How could a single human being seriously play as both sides? You just publicly confessed to stealing personal data. Seems like that's a much bigger problem. Oh no. Everything was done in a perfectly legal manner. We simply happened to intercept a handful of data being sent out from an unknown origin. Wie ich Sverry kenne, hat den Umschlag dahin gelegt, damit sich selbst in Smash einladen kann. Wer weiß. Oder vielleicht als so Troll-Move, damit, vielleicht hat gehofft, dass das von der Community aufgeschnappt wird und dann drehen alle durch. Einfach nur, weil die Welt brennen sehen will. Wer weiß. Keine Ahnung. Ob das Spiel auch so eine interessante Autorennpassage hat. Hey, ich weiß gar nicht. Ich habe mir noch nicht viel angeguckt, aber ich weiß gar nicht, ob man in dem Teil überhaupt Auto fahren kann. Es gibt ein neues Transportmittel, das ziemlich interessant ist. Vielleicht gibt es Autos gar nicht mehr, sondern stattdessen können wir Francis York Skateboarding spielen. Mal schauen. Oh, now she's really trying to scare us. Did you hear that, my fairy? Serious nightmare fuel. So, ich weiß nicht, was wir noch. Dann reden wir nochmal über die. Schaue ich mir das Schachbrett nochmal an. A halfway finished chess game. Genau, Francis Morgan Pro Skater. Francis York Morgan Pro Skater. I think he was playing both sides by himself. If it was merely for entertainment, it wouldn't be a problem. But I know that every action he takes has its own special purpose. Da liegt was Komisches am Boden. Sieht aus wie so ein Beweisbeutel mit irgendwas drin. Especially now that his remaining time is limited. His remaining time is limited. Er hat ärztlich verschriebenes Marihuana und wahrscheinlich hat er irgendwie Krebs oder so. Da ist auch ein leerer Infusionsbeutel am Boden und Tablettenpackungen und so. Ja. Ich rede nochmal mit ihm über die Ermittlungsakte. Vielleicht muss ich mehrmals über das Gleiche reden mit ihm oder so. Ich weiß auch nicht.
Isn't there someone else you should have talked to? Before coming to us? Such as... We were unable to reach Patricia Clarkson. You look surprised. I thought you already knew. After all, you visited Louisiana last week. We assumed you met with her during your time there. We haven't been to Louisiana. Not in 14 years. Is that so? We've been right here in our apartment this entire time. That man is our witness. Aren't you, Simon? He's right. He didn't even take a single step outside on Christmas Eve. Which means that I didn't get to either. Are you positive about that? I took the liberty of checking some airline records. Last Friday, the name Billy Bishop was listed on a morning flight out of Boston. This is the fake name you used to use as an agent, isn't it? A mere coincidence. Yet that's not all. That evening on the same day, a man with a large scar on his forehead allegedly purchased an 89 Cadillac from a small used car lot in Lucare. He reportedly said he wanted something old, big, and strong. The owner of the car lot felt it was a strange order, so it stuck in his mind. Our world is filled with mysteries. And they always have the most bizarre timing. Incidentally, on the following day, an identical Cadillac was taken to a scrapyard in Trenton. Trenton, New Jersey. You can find that type of car anywhere. Isn't that right, my fairy? You may be wondering why we decided to unearth all these old files. Everything happens for a reason. Was ist denn Cadillac? Von Autos habe ich keine Ahnung. Sorry, ich habe auch keine Ahnung. Aber Cadillac ist, glaube ich, einfach nur ein amerikanischer Wagenhersteller, glaube ich. The moment Lise Clarkson's body was found, we did the best we could to start our own local investigation. But there wasn't much we could actually investigate due to the damage caused by the hurricane. Then we assume you also questioned everyone who worked in the warehouse. Of course. We questioned all the Clarkson Food Delivery Services employees who staffed the warehouse and its owner. But we still have yet to obtain any key testimonies. Par for the course with a 14-year-old case, if you ask me. Not to mention how bad the timing was. Most of the employees were on vacation. So, you gave up on the investigation and came to see us instead. Remember what happened, my fairy? That warehouse. That man. So incoherent. Such a pain. Hey, are you talking about the guy who managed the vault where Lisa's body was found? Yeah, I think he started working there in 2005. Remember, Aaliyah? You said he was a pain to deal with, too. The large man, yes? No need to answer. If you don't want to. I'm sure you've already put him under surveillance.
Textbook FBI protocol. Morgan's right. Everything happens for a reason. Even this messy room. There must be a reason for it. Especially when it comes to those strangely tidy spots. They're practically begging me to question them. Ah ja, jetzt sind dir die Sachen auch aufgefallen. Ein stapelweise DVDs und das Dreieck da. Da können wir jetzt endlich mal fragen, ob es wirklich eine große Pizza war. This room's a total mess. But certain spots look perfectly clean. Oder ein Stück vom Triforce. Ein Pfeil, der Richtung Zack zeigt. Also ist er doch der Mörder. Is it just a coincidence? Ist es. Aber warum? No. There are no coincidences with this man. Mr. Morgan. Schaut mal, auf dem Kamin ist das gleiche Dreieck nochmal, oder? Oder bilde ich mir ein? Nee, ich glaube wirklich, ne? Na, mal schauen. I found several spots in this room that look strangely clean. Did you tidy up a bit because you knew we were coming? Those are sanctuaries. They've existed from the start. Sanctuaries. That's right. Sacred places. Hovels for pure souls, if you will. Were there originally objects in those hovels? Something you didn't want us to see? The soul's still there. We haven't touched a thing. But we know you can't see anything. Hey, Simon, don't touch the sanctuary. Sorry. That's a sanctuary. Don't ever touch it again. You've been watching us for 4.5 years, and you couldn't even figure that much out. My bad. It's my first time actually coming inside, you know. You're earning far more than you deserve, then. What were you doing all day in that black Suburban? We thought wiretapping was your specialty. Don't tell me. Crossword puzzles. What do you think, my fairy? 4.5 years. All that time, and what does he have to show for it? Crossword puzzles? No way. Come on, I thought you knew. I'm a Sudoku guy. Agent Jones. Warte mal, das Spiel ja auch in Boston. Das Spiel spielt ja auch in Boston. Im Englischen sagt er gerade Sanctuary. In Boston gibt es einen Ort in Fallout 4, der Sanctuary heißt. Naja, den Ort gibt es in echt. Nur ohne Häuser. Und steht nicht weit von Boston. Zufall? Wer weiß, Mr. Hawkeye. Oh, right. He's completely taken control of the conversation. At this rate, we'll never get anywhere. I need to press him some more. Agent Jones. The briefcase isn't even that big. How long does he intend to keep that up? Does he have pizza menus stuffed inside there or something? Huh. Schon langsam spitzt sich alles zu. Heilige pizzaförmige Orte, rechts unten im Eck überall Pizzaschachteln und jetzt sagt sie, ob er Flyer vom Pizzalieferanten in seiner Tasche sucht. Alles dreht sich um Pizzen hier. Und ich hab vor, mir jetzt dann gleich noch eine Pizza zu machen. Zufall?
Agent Jones? Did you find the files? Green Whale. Francis Set Morgan. Mr. Morgan, do you recognize these files? Whoa! Ow! We told you. That's a sanctuary. Let him go! Assaulting an FBI agent is an obstruction of justice! We told you! Go! Stay back! Stay back! Sanctuary! Stay! Stay back! Hold on, Finger. Mr. Morgan? I cut my finger with that can opener this morning. I thought I stopped the bleeding, but it seeped through. How could I be so stupid? Everything should be fine now. I'm sorry for being so careless. I made sure to read through your file and learn about your condition. The color red. Such an unusual thing to fear. Please, accept my deepest apologies. Okay, wartet mal. Der hat panische Angst vor der Farbe Rot. Das macht Sinn wegen dem ersten Teil und dem ganzen Bäumen und Samen und so weiter. Aber dann hat er einen Smash Brothers Briefumschlag mit einem roten Siegel auf seinem Schreibtisch. Das ergibt keinen Sinn. Vielleicht ist er deswegen nicht in Smash Brothers. Vielleicht hat er den Brief mit dem roten Siegel bekommen und hat eine Panikattacke bekommen und den Brief weggeworfen auf seinen Schreibtisch, ungeöffnet. Weiß nicht, dass er eingeladen wäre. Genug Smash Brothers jetzt. Komm, bleib hier bei dem Spiel. Aber der Brief geht mir nicht aus dem Kopf. I'm sorry too, Morgan. Das ist echt blöd jetzt, weil wenn jetzt als nächster DLC-Charakter kann jetzt vorgestellt werden, wer will. Lara Croft, der Doom Guy. Es ist ganz egal. Ich werde immer enttäuscht sein, wenn es nicht Francis York Morgan jetzt ist. I don't know what I was thinking. I'll never touch one of your sanctuaries ever again. And no more red either. Was ist zum Beispiel mit Mund, Räumen, Zungen und so? Wenn jemand einen starken Sonnenbrand hat, hat er dann auch Angst vor dem? Seine Augen werden ja rot vom Kiffen. Was ist denn, wenn er dann im Spiegel schaut? So viel Rot. Potenziell am eigenen Körper. Mann. Don't ever. Der kann auch keine Platten oder DVDs, die Rot beinhalten, dann besitzen oder so. Das ist irgendwie echt doof. Touch one. Again. Ja, Fragen über Fragen. I told them not to. Why would they do that? Außerdem lag vorher in diesem komischen Beutel am Boden. War irgendwas Rotes drin. Naja. Now, may we return to our discussion? Don't worry. I won't let them touch again. I'll keep them away from us. Strangely enough, this man has a fear of the color red. And I believe that fear is connected to the Greenville case. Ja, ich glaube auch. Ah, ich kann wieder darüber gucken. Aber irgendwie macht dieser Detektivmodus gar nichts.
Ich weiß nicht genau, aber gut, vielleicht stellt sich das noch raus. Schauen wir uns mal den großen Aktenvernichter an. Soon after Agent Jones started monitoring him, he was ordered to go through Morgan's trash. But he didn't find anything. Morgan used this machine to cut up everything, from his mail to his supermarket receipts. Then he even went as far as taking out his trash in parts. Ich verstehe ehrlich gesagt überhaupt nicht, warum der überhaupt jetzt überwacht wurde und warum genau die überhaupt hier sind und so. Das würde mich echt interessieren. Da ist ein roter Knopf auf dem Müllschredderer. Was ist denn damit? Der Detektivmodus zeigte mit dem leuchtenden Symbolbild nur an, was die Story weiterführt. Damit du nicht aus Versehen die Story weiterführst. Oh, danke für die Info. Das ist interessant. Aha. Wenn ich auf Green Whale drücke, dann geht die Story weiter. Das heißt, das kann ich jetzt hier noch... Ah, cool. Das ist ein cooles Feature. Und gut zu wissen. Dankeschön. Mexican Bob. Das ist wirklich gut. This is a very large shredder. Meister Shredder. Is there something you don't want people finding out about? Good question. But we never know when some curious civil servants may come and sift through our trash now, do we? You're already retired. What are you so worried about? It's just a simple habit. From back when we were still on duty. Didn't they bang that into your head when you were up in Quantico? Some habits are hard to break. No matter how hard you try. Could you tell me what exactly the word sanctuary means to you? Sanctuaries are sanctuaries. Nothing more and nothing less. Na, dann ist ja alles geklärt. That doesn't explain anything. Why do you wish to know? Just curious. Belle. You're a much ruder person than you initially seemed to be. Don't you agree, my fairy? What do our sanctuaries have to do with the investigation? If you're out of questions, then how about just going home? Hey, mind if I jump in here? What is it, Simon? We hope you've got a real question for us. Well, actually, I'm also a little curious myself. Liegt da eigentlich irgendwie ganz viel Angelschnur neben ihm auf dem Sessel oder was ist das da immer? No one's supposed to touch any sanctuary, right? Ah. Jetzt sehe ich, das ist keine Angelschnur, das sind von den Infusionsbeuteln die Schläuche. Alles klar. That's what we said. What about you though? You can't even touch them yourself? Are there any extenuating circumstances? What are you getting at? I mean, I doubt if any of this really matters, but if no one can touch the sanctuaries, then how do you clean them? Keine Antwort. Daran hat er selber noch nicht gedacht anscheinend. Okay. Greenwell Akte. The files on the serial killings that shocked Washington State in 2010. Officially titled the Greenvale case. I never thought I'd take out files from a case I first heard about on the news. Mr. Morgan? I'd like to ask you some questions about this case now. Ja, das habe ich auch gedacht, ne? An seinen Kopfraum, an sein Kopf-Sanctuary aus dem ersten Teil.
ob das damit irgendwie zusammenhängt, diese Dreiecke hier. Aber im ersten Teil braucht er noch keine Dreiecke, damit er in seinen Kopfraum geht. Tja, mal schauen. We don't want to remember that town. I'm sorry, but there's no way around this. I remember hearing about this case on the news when I was still a student. A high school girl named Anna Graham was murdered and the FBI stepped in to take over the case. I also remember it becoming a sprawled investigation due to evidence found in the victim's throat. Is that correct? After that case, you went on sick leave for 2 years. And when you returned, you requested to be switched over to desk work. What happened? That's a private matter. None of your business, Bill. Were you traumatized? It's a common problem with prolific agents such as yourself. But there's another possibility that may make more sense. Perhaps. Jetzt kommt. You simply finished making preparations. Huh? What are you getting at? Thinking too much about something will always turn it into a problem. The Greenvale case. Don't you think it resembles the Lucare case? Read the report. We have nothing else to say. I just need one more push. One more thing that can summon up the past. Eine Honigwabe ist das, okay. Alles klar. A jar of honey with honeycomb inside it. Ich habe mich schon gefragt, was das ist. There's nothing strange about it, but it still gives me a weird feeling. Ja, vielleicht liegt es daran, dass sie irgendwo in einem Bücherregal steht. Das ist schon ein bisschen komisch. Und im Müll versinkende Silberuhr. Ich habe mir... Ihr müsst mal drauf achten, wenn ich jetzt gleich ranzoome wahrscheinlich. Neben der Silberuhr ist irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist, aber das steht auch im Regal hinter uns, wo ich jetzt nicht mehr hinschauen kann. Hab mich schon gefragt, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Looks like another old antique. Wie so eine alte Lampe, so eine Öllampe oder sowas. Keine Ahnung. Naja, aber jetzt geht's um die Silberuhr, okay. He collects milk cartons, but treats valuable antiques like trash. Er sammelt Milchkartons. What's going on in his head? Warum sammelt er Milchkartons? Na, reden wir mal über die Honigwabe erstmal. That's royal jelly. Huh? You were staring at the jar, weren't you? Do you find it strange that there's honeycomb inside? We wanted to harvest royal jelly in its most natural state. The queen's main food source, created from the worker bee's secretions. It's a perfect food, filled with power, meant to fuel the birth of the next queen. Filled with power. By absorbing it into our own bodies, we too can acquire that power. Incidentally, did you know that all the worker bees are female? Ja, das wusste ich. No. Guess they didn't teach you that at Quantico. Man löst halt als FBI-Agent auch selten Mordfälle zwischen Bienen. Wahrscheinlich deswegen. Male bees are only born to inseminate. And they're born from unfertilized eggs to boot. Das habe ich auch gehört. Das fand ich super interessant und weird, dass aus unbefruchteten Eiern männliche Bienen schlüpfen und aus befruchteten weibliche Bienen. Das ist echt weird, oder? Wenn die Eier, die eine Königin legt, einfach nicht befruchtet werden, werden die männliche Bienen draus. Und ich verstehe überhaupt nicht, wie das funktioniert, so rein genetisch gesehen. Aber crazy finde ich das. Ziemlich interessant. They have short lives and don't even get stingers. Wenn ich jetzt unerwartet Besuch kriegen würde während des Streams, dann müsste ich... Kommt drauf an, wenn es gute Freunde sind, würde ich sagen, hey, könnt ihr euch ruhig ins Wohnzimmer setzen, aber ich
kann ich oder ich müsste sie wegschicken. Keine Ahnung. Sort of feels like a glimpse into the future of our society, wouldn't you agree? Women are gifted with the power to conceive, give birth, and nourish their children. But men are consumed with the job of providing women with the chance to do so. If women no longer had to rely on men for the seeds of life, they would soon cease to desire them, we believe. Da gibt's einen Film oder irgendwie, das ist ein ziemlich trashiger Film, oder irgendeine Folge von sowas wie Twilight Zone oder sowas, wo es darum geht, dass dadurch, dass quasi man sich ohne, nur also Wissen durch quasi künstliche Befruchtung weiter fortpflanzen kann, wurden einfach Männer abgeschafft, weil man die eigentlich gar nicht mehr braucht. Und dann ist irgendwie die Society super gut, weil es keine Psychopathen mehr gibt. Stimmt ja auch. Gibt es dann wirklich nicht mehr. Oder nur noch sehr, 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 sehr wenige. Be careful, Simon. Huh? Of what? Your bell's already stolen the reins from you. Okay. Schauen wir uns mal noch die Uhr im Müll an oder reden mit ihm über die. The silver clock in that trash pile. Is that an H5? That's right. John Harrison's fifth chronometer, completed in 1770. After many years, he completed it and presented it to the Board of Longitude in order to end their feud with him. Was ja bei alle Männer Psychopathen sind. Psychisch kranke Frauen gibt es nicht. Nee, alle Psychopathen sind Männer. Also fast alle. Zu über 99%. That's only a replica, of course. You like clocks? Clocks are amazing. Prime fruit of the human race's intellect. We took the invisible idea of time and manifested it in these. Yeah, I love clocks too. Absolutely fascinating. I disagree. Ja, das geht natürlich auch, wenn ich plötzlich Besuch komme. Die können ruhig mitstreamen, wenn die wollen. Kann ich mich kurz hinlegen, ist auch nicht schlecht. Oh? Why? Time is valuable precisely because it can't be seen. Yet nowadays, people can't tell what time it is unless it's measured in numbers. Talk about idiocy. I don't mean to side with the Board of Longitude, but remember, humans used to cross oceans with the stars alone. We have our eyes to read moon charts and study the sky. We don't need clocks. Naja, aber ich will nicht immer Mondphasen und Sternkonstellationen beobachten und den Sonnenstand. Das ist für eine Uhr schon praktisch. What if it's cloudy or storming? Aha, ganz genau. Was dann? All you need is courage and a love for adventure. Ja, aber mit Mut und Abenteuersinn ist man nicht pünktlich alleine. Hear that, my fairy? Courage and a love for adventure? Come on, Belle. Surely you know how many lives have been claimed by your pals' courage and adventure. Hey, hold on a second here. That Board of Longitude thing, what the heck is that? I mean, I've heard of it before. I'm an FBI analyst, remember? I just sort of can't remember it right now. I know what it is, really. I'm telling the truth. Nee, Merlin ist nicht da. Die könnte gar nicht unternehmen. Und überhaupt. Come on, Aaliyah. Back me up here. Aaliyah?
Okay, dann gehen wir jetzt auf die Ermittlungsfotos nochmal. Einzelnes Ermittlungsfoto. Oh. Mr. Morgan, please look at this. Wenn das jetzt Emily ist, die hieß Emily, ne? Dann hat er wahrscheinlich einen Nervenzusammenbruch. Say? We don't want to remember Greenvale. This isn't a photo from Greenvale. Ach so. Look closely at it. Former Special Agent Francis Zack Morgan. This photograph predates Greenvale. It's from the Lucare case you worked on in 2005. Red tree. Yes, a red tree. Greenvale wasn't the first place you saw one of these. The Greenvale case and the Lise Clarkson murder case. They're connected by these red trees, aren't they? Red trees. Both places growing. Roots. Seeds. Answer me. What are these trees? Red trees. Figured it out. Yes, smarter than we thought. I want the truth. Tell me everything you know. The red trees. You really did your homework. Well done, Belle. You're good. Damn good. Are you ready to talk now? I want to know what went down in Lucare in 2005. Fine. We'll tell you. We'll tell you what happened in that town. Yes. It was that red tree. That red tree ruined my life. It was a sultry summer day. The sun comes down hard on you in the south, like a torrential downpour of demonic whispers. Feuchte Atem Satans. It all started back in that sweltering summer. We still had our best friend with us back then. The other me. My better half.